zunächst einmal erlauben, und ich glaube, ich spreche im Namen aller Anwesenden, unsere Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass Sie, Herr Feldmarschall von Rundstedt, wieder zum Oberbefehlshaber der Weststreitkräfte ernannt worden sind. Sparen Sie Ihre Reden für die Siegesfeier und kommen wir gleich zur Sache. Luftwaffenstärke? Luftwaffenstärke, Feldmarschall. Kurz, bitte. Luftwaffenstärke ist kaum vorhanden. Munition? Munition ist auch kaum vorhanden. Panzer, Truppen, Nachschub? Kaum vorhanden. Moral? Nicht vorhanden. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Ganz einfach, den Krieg beenden. Warum um alles in der Welt lachen Sie? Entschuldigen Sie. Wir haben einfach so viel Vertrauen in Sie. Jeder weiß, dass Sie noch nie eine Schlacht verloren haben. Ich bin ja auch noch jung. Na, warten Sie es nur mal ab. Als erstes müssen wir versuchen, aus diesem verlotterten Sauhaufen wieder so etwas wie eine Armee zu machen. Haben Sie irgendeine Ahnung, wann die Invasion in Holland stattfinden soll? Es scheint, Sie haben in Belgien eine Pause eingelegt. Höchstwahrscheinlich Nachschubprobleme. Sonst können wir uns nicht vorstellen, warum. Ich glaube, der Grund ist, dass wir uns viel schneller zurückziehen, als Sie vorrücken können.